Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum Madden NFL 21 Ultimate Team. Jawohl, heute geht's um den Legend Release 9. Deacon Jones und Edgerrin James. Wir werden natürlich gegen Deacon Jones spielen, Rams-Legende. Wir wollen das Power-Up haben von ihm. Da müssen wir natürlich einiges machen dafür, beziehungsweise wir müssen ein Spiel gewinnen auf jeden Fall. Und außerdem nicht mehr als 200 Rushing Yards erlauben. Aber ich glaube, das sollte machbar sein in diesem Spiel. Das sollte doch deutlich machbar sein. Müssen wir mal schauen, ob wir das dann noch hinkriegen. Aktuell bin ich am Überlegen, wie es mit dem Madden Let's Play weitergeht. Ganz einfach zu erklären, es schauen nicht so viele wie FIFA und NHL und dafür ist der Zeitaufwand für Madden ein bisschen groß, den ich aktuell liefere. Deswegen könnte es sein, dass es in Zukunft vorerst mal nur Samstag und Sonntags weitergeht. Mit Events und dem Squad Battle Spiel. Und vielleicht vereinzelte Folgen Team of the Week und Legends. Aber ganz an den Nagel hängen will ich es dann auch nicht. Aber wie gesagt, 25 Minuten Folgen für 20 Aufrufe sind halt leider ein bisschen wenig. Aber ja, wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie es weitergeht. PS5 kommt ja auch noch raus, deswegen werden wir da auch noch was Neues haben. Aber wie gesagt, wir müssen halt einfach schauen, wie es weitergeht hier. Oh, starker erster Pass, Cooper Kupp und das ist John Johnson. Der war ein bisschen zu einfach. Wieder kommt der Pass an und der erste schon weg. Eric Weddle. Weiß nicht, wo wir den Weddle kriegen, wenn wir wechseln. Cromarty übrigens mit dabei, für die, die sich fragen, und auch Vincent Jackson mit dabei. Der fliegt durch. 2. und 10. Und wieder incomplete, wichtig. An der 27-Yard-Linie können sie halt schon mal 2 Punkte machen. Die Rams. Und Joff ist down an der 34. Das ist schon ein ordentliches Field Goal. Ich würde gerade sagen. Hacker kickt die Guardians aus. Nee, geht hinten. Oh, an der 6. Stark. Lamar Jackson und seine Offense übernimmt. So. Da sind 2 Jacksons auf dem Feld. Stark, First Down. Oh, Vincent Jackson! Erster Ball und es riecht nach dem ersten Touchdown. Alter Verwalter. Vincent Jackson. Brutal. Brutal. Zack, da kommt der Pass. Der schnelle Pass. Und Jackson kriegt ihn. Und damit ist das Ganze eigentlich schon in Stein gemeißelt. Was da passiert? Bombe. Absolut Bombe. Ein Spielzug. Ein Score. Sekunden. Dann haben wir insgesamt im Ballbesitz bis zum ersten Touchdown. Und Dixon fängt mit demselben Kick wieder an wie vorhin gerade. Und das ist Murray. Und wow, Cooper Kupp kämpft sich durch. Alter, stark gemacht von Cooper Kupp. Das war so nicht geplant.
die Rams. Mit dem Pass, das ist an Antonio Cromartie. Ich habe natürlich auch überlegt, ob ich vielleicht einfach nur die Eventfolgen an verschiedenen Tagen machen müsste. Und wir haben ihn! Starkes Fumble. Und Aaron Donald holt sich den Ball. Das war Junior Seau mit dem Tackling. Brown wirft den weg und Donald holt ihn sich. Oh, leider wieder blockiert vom eigenen Spieler. Zweiter Touchdown. Läuft gut gegen die Rams. Josh Lambeau. Und der Kick ist auch gut. 14-0. Ball fliegt tief. Diesmal boah, muss Shazier mithelfen, der da hinten noch drauf springt. Dass Cooper Cup an den Boden geht. Hallo. So. Rams, nächster Versuch. Versuch Nummer 3 zu punkten. Den besten Versuch hatten sie eigentlich beim ersten Mal direkt. Junior Seau hätte man noch rausfallen können. Und das ist Deacon Jones, der da rausbricht. Wie gesagt, müssen wir schauen, ob wir den in die Mannschaft reinstellen, weil, wie gesagt, Nick Bosa ist verletzt. Ich weiß nicht, was für Karten Bosa bekommt. Und das ist Deacon Jones natürlich als Rams-Spieler schon sehr, sehr, sehr gut für uns auf dieser Position. Jared Goff wirft ihn weg. Und somit dürfen sie wieder punten. Natürlich zu unseren Gunsten. Klar. Und Reggie Bush. Reggie. Oh, schade, am zweiten kommt nicht vorbei. Da wäre mich jetzt durch gewesen, wenn wir da noch vorbeigekommen wären. So. Jetzt können wir natürlich hier mal ganz ruhig machen. Jackson darf jetzt laufen. Im Zone Fake. Somit hat er Rushing Yards und Passing Yards. Aber das war ein Fake. Somit durfte auch er den Ball nicht in die Hand nehmen. Push ist durch. First down. Lockett oder Jackson. Miller ist auch noch eine Option. Lockett kriegt ihn. Von 48 zu 32, 16 Yards. Jackson für 110 Yards insgesamt geworfen. Wenn die Rushing Yards mal interessieren von den Chargers. Jackson mit der nächsten Reception. Ja, gegen 3 kann er sich nicht durchsetzen. Trotzdem für 16 Yards, 126. Schon gut, Herr. Für 5, 43 Yards.
Natürlich ist nicht das, das weiteste. Oh, stark gemacht. Überworfen. Josh Lambo on for the field goal. Machen wir es klar. Josh Lambo. Kick ist gut. 14-0. Zu 17-0. Makes the score. Chargers 17. Rams nothing. So. Kickoff middle. Michael Dixon set to kick off. Also wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt zu Madden, haut es einfach mal rein. Bin da sehr, sehr offen, was zukünftige Folgen angeht. Jeff kniet. Und somit bleibt es hier beim 17-0 zur Hälfte. Rushing Yards, die wir erlaubt haben, sind glaube ich bei 0. Slowman wird den Ball jetzt so ins Punten, kicken. Und Bush wird das versuchen, was er am besten kann. Oh ja, nee. Mit da durchlaufen, aber wie gesagt, das hat diesmal nicht geklappt. Stärkste Spieler in unserem Line-Up mit 93. Jackson läuft selber. 16 Yards. 57 Rushing Yards insgesamt. Oh, oh, fast. Fast. Johnson, der Receiver. Jawohl. Setzt sich der gut durch für den First Down. 146 Passing Yards. Bis in diesem Spiel. Andrew Johnson hilft mit. Miller, Johnson, Jackson. Die Receiver, die gesucht werden. Da muss er werfen. Ist incomplete. Ist incomplete, aber da muss er werfen. Und wie gesagt, bekam er nur durch. Jetzt ist halt ein bisschen haarig, klar. 2.10. Nochmal geändert. Jackson, jawohl. Chargers marschieren da eigentlich schon gut. Jetzt sind sie halt in dieser Zone drin, wo man gut einen Touchdown machen kann. Wolltest du aber auch. Jackson, First Down. Muss er doch noch durchkommen. Boah, das ist wieder eine Interception, jawohl. Die hat er so offen dahin gelegt, diese Interception. Natürlich ärgerlich, klar. Ja.
Wollte gerade sagen, Woods kommt da nicht weit. Aber was du mal will, passt auf. Sean McVay so gut und Anthony Lynn so schlecht dargestellt eigentlich. Kann man das mal jemand erklären? Brown kommt ein bisschen nach vorne, 4 Yards. 2 insgesamt. Durch Incomplete Preston Smith. Tippt ihn auf den Boden. Das ist mutig, was die Rams jetzt da probieren. Das ist sehr mutig. Und da ist die Interception von Antonio Cromartie. Das ist seine erste. Und es ist auch ein Pick 6. Jackson und Cromartie rocken die Legends. Ja, Josh Lambo, Kick ist gut. 24-0 San Diego. Beide Teams Interception. Wieder ausgeglichen, das ganze Unterschied. Die einen haben einen First Down bekommen, die anderen 7 Punkte dadurch. 6. 7 Klammer. Komplett dominiert worden eigentlich die Rams hier. Aber geht ins Nichts. Gut zerstört worden. Goff, nehmen wir das nochmal für 8 Yards. Jetzt haben anscheinend eine Lösung gefunden. Und diese Cover-2-Man vorbei. Wirft den letzten weg. Geht's natürlich jetzt nochmal, klar. Würde jeder machen von uns. Abgegeben, Brown, First Down, kommt er durch. Das ist wieder eine Interception von Cromartie und der hat einen guten Block vor sich, kommt aber nicht weit. Zumindest von der gegnerischen 38 zur gegnerischen 23. Zweite Interception in diesem Spiel, das ist natürlich auch stark. Muss man ihn lassen. So, gesucht wird Jackson, der Wide Receiver. Wird auch gefunden an der 2-Yard-Linie, an der 1-Yard-Linie. Starker Pass von Lamar Jackson auf Vincent Jackson. Two-Minute Warning. Oh, Jackson kriegt den Ball wieder nicht weg, obwohl ich meine, das ist so ärgerlich. Wenn du die Dreitaste ungefähr penetrierst wie sonst was und dann passiert nichts. Wieder kurz der Pass raus zu Busch und einem kommt er vorbei. Ja, kommt zumindest ein Yard nach vorne nochmal. Drittes Down. Noch Davis Lance, was kommt raus? Das kann auch nicht ganz sein. Kommt der Pass. Stark rausgeschlagen von Ebukam. Und Michael Vick. Rotzfrech. Zum Touchdown. Touchdown 31 Sekunden vor Schluss.
31-0 San Diego. Ja, die Nasen stimmen nicht. Doch, doch, stimmt's jetzt. Weird. Warum stimmen sie bei manchen nicht? So. Cooper Kupp kriegt ihn wieder. So, direkt down. Woods und Co. sind zurück auf dem Feld, angeführt von Jared Goff, der leider heute bisher noch keinen Touchdown zusammengebracht hat. Zum Glück kriegt er den noch raus. Er wird den Ball passen, klar, da haben alle kommen sehen. Trotzdem drittes Down. So langsam muss er schauen, dass er weit kommt, weil. Wie gesagt. Cromartie, nee, Preston Smith ist es mit 91. Und die Chargers kriegen den Ball nochmal. Busch. Und auf geht's. Boah, Busch, wollte ich sagen, hat er einen guten Verfolger mit Williams. Voll in. Jackson nochmal für eine Completion zu Jackson. Der Out of Bounds an der 44, somit 206 Passing Yards für Lamar Jackson. Respekt. Und somit haben wir den Bonus da auch noch bekommen. 4 Sterne gibt es für uns hier. Klingelingeling. Jawohl, so. Und dann kriegen wir unser Power-Up-Item von Deacon Jones. Das ist schon mal ganz nett. Wie gesagt, 78 hat er schon. Müssen wir anschauen, auch hinten auf die Upgrades. Machen wir schon mal 81 draus. Wir gehen hoch aktuell auf 93, Right End. Kann schon taugen. So. Level Up, Level 39, 25.000. Oh, nice. Mut Master, 125 Rushing Touchdowns, 29.000 Total Coins awarded. Mit den 25.000 schon dazu. Damit eigentlich fürs Zuschauen. Sagt Jamal V. Wir sehen uns morgen wieder zum Team of the Week. Bis dahin, bleibt gesund und wir sehen uns.